So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 3 zur Mission Befreie den Funkturm. Und da brauchen wir Wasser, haben wir nicht. Dich hatten wir auch noch nicht. Weil die Pokénapper den die ganze Zeit schon besetzt haben. Also ja, Kreistempo 0,01. Das war keine Turbo-Umkreisung, das war eine 1A-Umkreisung, Junge. Hoi. Gut, unser Ziel ist es, erstmal keinen Stromschlag zu bekommen. Oh, die Musik ist geil. Außerdem dürften die Pokémon durch das Erscheinen der Pokénapper allesamt recht aufgebracht sein. Aufgebrachte Pokémon greifen sofort an. Außerdem ist es schwer, sie einzufangen. Okay. Aufgebrachte Pokémon, haben die geändert? Pokémon können gleich von Beginn eines Fangversuchs dann ausverbracht oder werden erst später wütend. Ah ja. Ah, okay, dann ist deine Freundschaftsleiste rot. Und okay. Aber man kann auch währenddessen nicht fliehen. Ja, okay, dann zieht man einfach keine Kreise. Pokestärken eignen sich ganz ausgezeichnet dafür. Okay, dann kann man auch wieder fliehen. Aha. Feuer mit Feuer bekämpfen, also aufgebracht mit Aufbruch. Das ist sehr cool. Ja, hätte er dafür zwar kein extra Tutorial gebraucht, aber Dankeschön. So, dann wollen wir mal los. Ja, vorsichtig, nicht hinabzustürzen. So. Ah ja, super, da haben wir auch schon wieder die mangelnde ich dachte, wir fallen wirklich runter und starten an die unten. Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen, Schriften, das ein bisschen, naja, ist so ein Pokémon-Ding. Aber wir haben ja noch zwei zerschneiden. Danke, Kingler. Nichtsdestotrotz nehmen wir mal trotzdem so ein Skorkler mit. Es ist so schnell! Oh, ich versuche die Kreise so klein wie möglich zu ziehen, dass sie schnelle Kreise werden, aber es war so schnell, dass die Vieh. Anyway, hier ist nochmal ein Skorkler, okay. Und Pokénapper, ne? Ja, oh, ein Pichu! Raikou ist gerade in den Funkturm hinaufgerannt. Was hat das nun zu bedeuten? Raikou ist hier? Offenbar versteht es unsere gegenwärtige Lage und möchte uns mit seiner Kraft unterstützen. Das wird sein, ja. Da ist irgendjemand. Da ist noch ein Ranger. Ich werde diese Information mal rasch nach oben bringen. Du bist wohl der Strolch, über den wir vorhin in Kenntnis gesetzt wurden. Weiter lasse ich dich nicht nach oben vordringen, damit das klar ist. Ein Pichu? Ein Pichu-Pichu. Ja, jetzt hör schon mit deinem ständigen Pichu-Pichu auf. Es war ein Pichu wie du, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Los, zeig dir, was eine Hake ist. Pichu der Pokénapper. Das ist wütend. Aber es ist auch schwach. Wow, 10 Erfahrungspunkte. Geil. Sei gefälligst nicht so unachtsam, Pichu. Wo ist nur diese Pfiffigkeit hin, von der du vorhin regelrecht gesprüht hast, als ich dich auf der Isla Dolcevi einfing? Davon spüre ich rein gar nichts mehr. Pichu Pichu? Pichu Pichu! Yeah! Dieser Ansatz der Pichu, von dem du eben gesprochen hast, war sicher schlimm für dich, von jedem Schuft so manipuliert zu werden. Nun, mein kleiner Ukulelen-Virtuose. Oh, das klingt schön. Es freut mich sehr für dich, dass du deinen Freund wiedergefunden hast.
Pichu. Pichu, Pichu. Alles klar, das Rush mal wieder zu Isla, Isla Dolcevi. Ey, da ist ein Generator. Oh, sie sind da, das muss ich umgehen melden. Hey, du da, warte. Okay, da haben wir die elektrischen, okay. Ich hoffe, er ist außer Gefecht gesetzt. Dabei habe ich ihn noch gewarnt. Aber was soll ich sagen, die Leute hören mir halt einfach nicht zu. Mit Brink fällt das sicher kaum anders. Durch die breite Leitung im Funkturm Inneren scheint jeweils nur für eine begrenzte Zeit Strom zu fließen. Jetzt zum Beispiel. Ist mir egal. Oh, man kann dich gar nicht ausschalten. Zumindest noch nicht. Okay. Gut, wir leveln dann doch wohl Lebenspunkte vom Fang kommen. Boah. Wie blöd ist das denn? Wie blöd ist das denn, wenn man einfach kein Partner-Pokémon zu dem Zeitpunkt hat? Okay, irgendwann mal kommt schon Pichu, aber... Heftig. Was haben wir hier noch? Skorkler und... Okay. Oh, du bist eine lange Leitung. Reicht aber trotzdem. Skorkler habe ich ja noch. Barrikade wurde zerschnitten. Elekid. Dich nehmen wir. Oh, Sekunde. Oh, okay, warte, können wir hier hoch? Wir könnten hoch. Aber was ist da drüben? Sekunde mal. Bevor du uns hier... Boah, 27er Serie, das ist heftig. Weißt du was? Au. Okay, dass ein Volteball so heftig ist, hätte ich nicht gedacht. Okay, ja, ich. Kann man... Achso, oh, hier ist ein Porygon. Aha. Das ging doch schön mit dem S-Rank. Nehmen wir mit, weil das hat zwei Zertrümmern. Und tauschen es gegen Magnetilo. Das ist... Dann... Hier ist nochmal, obwohl, ja, komm, nehmen wir nochmal einen Skorkler mit. Das sind aber bestimmt noch weitere Barrieren. Oh, wir haben nur Pokeschwächen. So, dich bräuchten wir jetzt. Okay, ein bisschen nervt es schon mit den wütenden Pokémon. Gut, so ein Skorkler hat jetzt nicht den krassen Anspruch an mega coolen Attacken. Nehmen wir mit, genau, und tauschen uns mal gegen hier 1, 2.
drei Elektro-Dinger. Oh, ein Stolunia hier oben. Das war zum Glück nicht wütendes. Und hier war aber das Kreistempo jetzt zu langsam, ne? Ja, ach, Manu. Gerade noch rechtzeitig abgehoben. Aha. Ah, ein überladen. Okay, ja, nehmen wir doch glatt. The Chainux. Haben wir doch Elektrotore hier noch aufgestellt, die Schlingel. So sieht man sich wieder, Ranger. Hier ist für dich Endstation. Mach ihr lieber Kehrt und geh zurück nach Hause. Sollte dein Abenteuerlust gar zu groß sein, dann treibe ich sie dir immer aus. Los, Stolrak und Stolunia, mach die beiden fertig. Okay, der eine ist angry. Aber dafür das 54er Serie, was? Ach du Scheiße. 50er Serie gibt gleich schon 10 Punkte. Wow. Wow. Oh je, Mini, wie soll ich unserer Chefin nur hier wieder unter die Augen treten? So, bitte Vorsicht, denn hier wieder ein starker Wind. Ein Fehltritt genügt und schon muss der erneut von vorn beginnen. Aber dann lassen wir uns doch einfach treiben. Oh nein, warte mal, da unten ist... okay. Oh, nur ein Stolunia, okay. Ja, der Rückweg ist ja quasi zwangsläufig, dass man sich hier... Elektro fesseln lassen muss. Ah, und hier ist kein Wind, okay. Ne, manchmal ist Wind. Okay. Angry Skorgler. Nehmen wir lieber... Oh, es war kein Elektro, okay. Komm, Wind, gib uns an. Oder auch nicht. Hier ist nochmal ein... Ja, komm, ja. Gehen wir einfach höher. Jo, wie hoch ist dann dieses... Kraftwerk. Na, da ist zumindest eine Speicherstation, okay. Beeilung, Raikun Ranger werden bald hier sein. Da müssen wir schnell unser Chef hingeben. Yeah. Nocturne hatten wir schon mal, okay. Achso, haben wir auch selber hier bei uns. Oh, es braucht 2x2, aber haben wir auch, also von dem her. Boah, da müssen wir ja nochmal den ganzen Weg zurückgehen, hätte man keins der beiden hier oben dabei. Das ist ja ekelhaft. Auch sehr interessant, dass so ein richtig fetter Block in der einzigen... am einzigen Weg hier liegt. Gut, dann ja, gehen wir einfach hoch zur Chefin. Raikou ist unglaublich aufgebracht. Wir werden das wohl fangen müssen. Pokémon vom Boden. Ja, haben wir. Ja, wir sind ready.
Nimm ruhig, reiß aus, wenn es gefährlich werden sollte. Ja, das wird schon.